Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Top 11 Video. Heute die große Konferenzschaltung zwischen den beiden Meisterschaftskandidaten. Der Thailänder spielt gegen den Real M-Punkt und auch der andere, der Piata FC, sein Spiel beginnt, müsste jetzt eigentlich auch schon begonnen haben. Und ja, jetzt sind wir aber erstmal hier beim Spiel und das stimmt. Und ich habe es ja schon mal angekündigt, ich bin ja eher für den Argentinier, dass der die Meisterschaft gewinnen soll. Also stimmen wir mal hier gegen den Thailänder. Ja, und dann gehen wir jetzt auch ins andere Spiel schnell rein. So, und hier, ja, das sieht man sogar, dass der Arsenal FC, der auch nur Sechster in der Tabelle ist, glaube ich, ja, Sechster, dass der auch stärker ist wie der Tabellenzweite. Und keine Ahnung, woran das liegt, aber wir stimmen für den Piata FC. Ja, und jetzt watchen wir hier dann hin und her und gucken mal, wer dann am Ende das bessere Ende für sich hat. Hier sieht man dann doch in der Startelf, dass der Piata FC dann doch eine bessere Mannschaft hat. Der Arsenal FC hat wahrscheinlich dann in der Breite mehrere Spieler. Können wir uns ja mal angucken. Nee, eigentlich auch nicht, also ich weiß nicht, woran das liegt. So, gehen wir nochmal ins andere Spiel rein. Steht's noch 0-0. Morgen entscheidet sich dann, wer dann Meister wird. Eventuell vielleicht heute, wenn der Thailänder gewinnt und der Piata FC verliert, dann ist die Meisterschaft so gut wie entschieden. Also sie ist entschieden. Und jetzt gab es hier die Chance für den Außenseiter Real M-Punkt. Oh, der macht sie mächtig, Druck ist aber im Ballbesitz unterlegen. Und das ist das 1:0 für den Thailänder, ja. Und ich wollte doch mal nachgehen, was diese Schrift bedeutet. Das mache ich dann nachher mal. Und ja, ich habe es ja schon gesagt, das kann ja eigentlich im Prinzip nur Manchester heißen. So, und hier führt jetzt also der Arsenal FC und ja, das ist jetzt schon eine kleine Überraschung. Damit wäre die Meisterschaft jetzt entschieden, wenn es jetzt dabei bleibt. Dann wäre die Meisterschaft tatsächlich entschieden zugunsten des Thailänders. Mal gucken, vielleicht kann der Piata FC das noch aufholen. Ja, gehen wir kurz nochmal ins andere Spiel. Das ist jetzt ein Hin- und Her-Geswitch jetzt hier. Verletzte jetzt schon auf beiden Seiten. Und ja, der Thailänder hat das Spiel hier klar am Griff, dominiert es. Ich denke mal, der kann den sicheren Sieg einfahren. Und wenn der Piata FC verliert, dann hat er wirklich die Meisterschaft unter Dach und Fach. Da kann da für ihn nichts mehr anbrennen. Jetzt ist erst eine Halbzeit hier in dem Spiel und deswegen gehen wir jetzt wieder ins andere und genießen da noch die letzten Minuten in der ersten Halbzeit. Jetzt hat der Arsenal FC eine Konterchance wieder, also der macht ordentlich Druck hier. Der macht ordentlich Dampf hier. Und ich hätte auch zu gerne noch in diesem Meisterschaftsrennen mitgemischt. Daraus ist leider nichts geworden. Vor allem, weil wir auch in den direkten Duellen gegen die Konkurrenten sehr, sehr schlecht aussahen. Ich erinnere mich vor allem an das 3:0 zu 3 und das 1:4 gegen den Piata FC. Gegen Thailänder sahen wir ein bisschen besser aus. Auch haben wir andere unnötige Niederlagen, fand ich, noch eingefahren, die man hätte vielleicht vermeiden können. Okay. Ich hatte eigentlich eine sehr, sehr gute Mannschaft zusammengestellt, noch besser eigentlich als letzte Saison im Vergleich. Da wurde ich souverän Meister, hatte jedes Spiel gewonnen gehabt, diese Saison wurde es jetzt eben nichts. Okay. Aber so ein Fazit ziehe ich an morgen nochmal, wo ich die Liga dann nochmal zusammenfasse. Das hatte ich heute Mittag schon im Video angekündigt gehabt. Und jetzt ist auch hier Halbzeit, das heißt, wir gehen wieder in die andere Partie.
rein. Und hier ist jetzt mittlerweile das 2-0 schon gefallen. Abdulrahman sorgt also schon für die Vorentscheidung eigentlich schon. Ich denke mal nicht, dass der Albaner da nochmal zurückkommt. So, und es gibt jetzt hier eine gelb-rote Karte in der Partie für den Sasuska. Und das ist das 3-0 wieder Abdulrahman. Ja. Hier ist, denke ich, alles klar. Dann gehen wir nochmal ins andere Spiel. Hier gibt es gerade eine gelbe Karte. Und ja, auch wieder das Verletzte. Also sehr, sehr genau in den Verteidiger. Also keine Frage. Also sehr, sehr viele Verletzte jetzt in den beiden Partien schon. Und für den Arsenal FC geht es ja, glaube ich, auch nochmal was um den Kampf um den vierten Platz, glaube ich, noch. Da wird es ja auch nochmal spannend hinter mir, wer sich dann diesen Platz sichert. Und wenn der Arsenal FC hier gewinnt, dann hat er, denke ich, auch eine gute Ausgangsposition. Ja, und für uns kann es eventuell noch um den zweiten Platz gehen, aber daran glaube ich eher weniger, weil der Piazza FC morgen gegen den letzten, gegen den Asuka FC spielt, gegen den wir heute ja 5-0 gewonnen haben. Und der hat bisher die Saison nur einen Punkt geholt und ich glaube nicht, dass er den einen Sieg gegen den einfahren wird. Und dafür ist er einfach wieder zu stark. Ja, und hier ist ein gelben Kartefestival. In beiden Spielen geht es ordentlich zur Sache, finde ich. Geht's ordentlich zur Sache. Die drei Verletzte hier schon in der Partie und in der anderen gucken wir mal, wie viel es da waren. Hier steht es mittlerweile 4-0 jetzt. Da haben wir auch zwei Verletzte und viele gelbe Karten. Und ja, also hier ist alles klar. Und er kann jetzt wirklich nur auf den Ausrutscher von Piata FC hoffen und dann halt in die Meisterschaft. Und ja, gucken wir noch immer. Immer noch 1-0. Bocconi jetzt also die nächste gelbe Karte und Tufan blockt den Flankenversuch. Also entscheidet sich die Meisterschaft hier schon am heutigen Abend, dann brauche ich da morgen kein Video mehr zu machen. Wär ich eigentlich auch froh, obwohl ich ja eigentlich das wollte, dass der Argentinier gewinnt, die Meisterschaft holt. Okay, es kann halt eben nicht nur nach meiner Nase gehen. Ja, eigentlich, ich hatte ja auch angekündigt, dass es das vorletzte Video heute noch von mir war. Das ist jetzt das vorletzte. Morgen gibt es dann noch das letzte Video. Und dann ist dann Staffelende von Tobi Leffen. Ich würde gerne mal ein paar Rückmeldungen von euch hören, wie euch die Staffel so von mir gefallen hat. Mein erstes Managerspiel, was ich euch zeigen werde, im Laufe meiner Let's Play-Karriere, sage ich jetzt mal, wenn man so ausdrücken kann, werde ich, denke ich, noch einige Managerspiele spielen. Das war jetzt das erste gewesen. Und hier ist jetzt vorbei. 4-0 für den Thailänder. Eine klare Sache. Und wenn sich jetzt hier nichts mehr Bewegendes tut, dann hat er die Meisterschaft sicher. Ja, also gibt mir ein paar Rückmeldungen. Wie hat euch das gefallen? Ihr könnt auch gerne mal noch in meinen alten Staffeln mal ein bisschen rumgraben. Zum Beispiel, und das 1-1 für den Piata FC. Tufan gleicht also doch noch kurz vor Schluss aus. Und sorgt doch nochmal für Spannung und da müssen wir uns gleich mal die Tabelle angucken, welchen Einfluss das jetzt noch hat auf die Tabelle. Also, ja, vor allem konnte mal bei meinem Let's Play FIFA WM 2006 mal reingucken und habe dazu sehr, sehr viele Videos gemacht, zieht das euch auch mal rein. Jetzt ist das Spiel hier vorbei, 1-1 und jetzt bin ich mal gespannt, was das für einen Einfluss auf eine Tabelle hat. Und ja, es ist so gut wie entschieden. Der Thailänder hat eine viel bessere Tordifferenz als der Piata FC und 3 Punkte Unterschied, 49, 77 Tordifferenz. Die Meisterschaft ist, denke ich, zugunsten des Thailänders entschieden und da brennt auch wirklich nicht mehr viel an. Gucken wir mal, der Thailänder muss morgen gegen Arsenal FC, also auch wieder gegen den. Und der Piata FC kann vielleicht in der Tordifferenz gegen Asuka FC noch ein bisschen was gut machen, aber ich denke, da geht nicht mehr viel. Für uns geht es morgen nochmal gegen den Frankie FC. Ich beende jetzt das Video und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.